Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du bei einem neuen... Oh mein Gott, sie hat noch alle ihre Nägel in einem Video, weil ich sie vor 10 Minuten aufgeklebt habe. Video am Start bist. Oh mein Gott, wie viele Videos habe ich gedreht mit nur so 8 Nägeln? Wir starten das Video natürlich komplett ungeschminkt. Das ist meine perfekte Haut ungeschminkt. Nein, Spaß. Ich habe einen richtig schlechten Foundation-Tag heute. Meine Flecken sieht man noch so richtig durch und die Foundation haftet nicht so. Ich frage mich bis heute, wie ich Beauty-Guru geworden bin mit dieser fleckigen Kontur. Weißt du Bescheid? Warum ich gefühlt der schlechteste Beauty-Guru aller Zeiten bin, ist jetzt für ein anderes Mal. Aber online habe ich eine gewisse Riesenpalette gesehen, die so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ich habe vermehrt online einfach Mädels gesehen, die so mit einer Riesenpalette posiert haben. Und ich dachte mir, ey, was ist diese Palette? Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass diese Riesenpalette wohl, glaube ich, bis jetzt die größte Palette aller Zeiten ist. Zumindest die Palette mit den meisten Lidschatten von Makeup Revolution. Du hast die Palette ja schon auf diesem YouTube-Anzeigebild gesehen. Sie ist definitiv riesig und hat fast über 200 Farben drin. Und heute möchte ich ausprobieren, wie krass die wirklich ist. Das ist die, um genau zu sein, 196er Palette von Makeup Revolution. Und als ich die per Post bekommen habe, habe ich mir gedacht... Ein bisschen kleiner als gedacht. In diesem Moment werden auch gewisse andere Dinge kleiner als gedacht sind. Nein, das machen wir jetzt nicht. Die Palette ist schon sehr, sehr groß an sich, aber habe sie mir halt dann doch ein bisschen größer vorgestellt. Oh shit, mein Nagel. Oh mein Gott, alles ist noch dran. Und ich kann noch nicht sagen, ob das die heftigste Palette aller Zeiten ist, eben weil da so viele Farben drin sind, oder ob es tatsächlich die... unnötigste Palette aller Zeiten ist. Ich schwöre, ich verliere heute einen Nagel. Der hat hier so eine Kunststoff-Plastikscheibe und hier sind gefühlt alle Regenbogenfarben. Ich musste kurz daran riechen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich es dennoch feiere. Weil gefühlt hier die ersten, keine Ahnung, 5 Farben hier für mich alle komplett gleich aussehen. Zweimal dasselbe Blau, oder bin ich doof? Die beiden hier, dann hier auch nochmal. Das ist wieder so ein Moment, man kriegt so viel, aber man hat immer was zu meckern. Me. Wenn du mehr von Foundation Fails und verknoteter Kette und halbnacken Beauty Guru sehen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal hier unten kostenlos abonnieren würdest. Dann würde ich dich zweimal die Woche in deiner Abo-Box belästigen. Dann gibst du mir und der Crasher Family eine Chance, auf ewig glücklich zu bleiben. Auf ewig. Und ich weiß bis jetzt nicht, wie ich das irgendwie in meiner Make-up-Sammlung aufbewahren soll, weil es echt schon ein bisschen groß ist. Und man ist leicht überfordert, weil es einfach zu viele Farben sind. Aua. Siehst du? Da fängt es schon an. Macht meinen ganzen Tisch kaputt. Ich habe auch richtig Lust auf dieses Neongelb hier oben. Und allgemein möchte ich auch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, wenn es auch in Sachen Augen-Make-up geht. Und als allererstes gehe ich hier in dieses Lila rein und trage sie hier in meine Lidfalte auf. Direkt hier, wo es so reingeht. Da ist zwar was auf dem Auge, aber so krass lila ist es jetzt nicht. Das ist gefühlt auch das einzige Lila hier auf der Palette. Mein Gott, mein Arm tut weh, allein die Palette zu halten. Und das verblende ich jetzt so ein bisschen nach oben aus. Sieht eher nach so einem blaustichigen Lavendelton aus. Also wenn man die Farben schichtet, kommt die Lila in der Farbe echt ganz gut durch. Aber das ist jetzt mittlerweile die dritte Schicht, die ich hier aufgetragen habe. Und auf jeden Fall liebe ich es, mich so ein bisschen zu schminken und dir einfach die neuesten Sachen hier aus meinem Leben und sowas ansteht, dir zu erzählen. Das kam die letzten Videos ein bisschen zu kurz. Auch weil ich auch meinen Fokus auch auf meine neuen Formate gelegt habe, wie zum Beispiel ja H&M vs. Zara, also dieses Fashion-Format oder Mitarbeiter bestimmt oder Mitarbeiter Undercover-Format. Und auch da möchte ich dich kurz updaten, da viele auf die nächste Folge warten, wo ich geschminkt versus ungeschminkt in den Douglas oder Sephora reingehe. Dieses Format, wo ich so ein bisschen Mitarbeiter teste, lege ich momentan für die nächsten wenigen Wochen erstmal auf Eis. Einfach weil es mal wieder so ein paar rechtliche Probleme mit dem Format gibt. Es gibt mal wieder einige Leute, die mir da ernsthaft wirklich sehr krasse Probleme mitmachen. Und ich bemühe mich schon, so krass die Leute zu zensieren. Ich bemühe mich auch echt krass, die Leute nicht so schlecht dastehen zu lassen, obwohl sie nicht immer so die beste Arbeit geleistet haben. Es gibt hier und da ein paar rechtliche Probleme, um die ich mich erstmal kümmern muss, weil es einfach für mich super schwer ist, dieses Format so am Leben zu halten, wenn bei jedem dieser Videos mir ein Brief ins Haus kommt.
kommt. Und es hat mich auch die letzten Wochen extrem runtergezogen, weil mich das auch in meiner Kreativität, in meinen YouTube-Videos zu machen, extrem eingeschränkt hat und auch verängstigt hat. Weil wenn du so einen Post nach Hause kriegst wegen so einem Video, hast du ja mega Schiss am Anfang. Bin jetzt organisierte Verbrecherin. Okay, das klingt hart, aber so habe ich mich eben gefühlt. Damit ich auf meinem Augenlid noch weitermachen kann und noch mehr Farben testen kann, benutze ich jetzt erstmal hier einen Concealer. Der hier ist von Kiko und trage das hier nochmal auf meinem Augenlid auf. Einfach, damit ich diese klare Trennung zwischen Augenlid und Lidfalte habe. Sieht schon auch allgemein einfach auch sauberer aus. Also die erste lila Farbe hat mich jetzt nicht so krass beeindruckt. Ich musste echt wirklich schichten, damit ich diese Farbe jetzt drauf kriege. Und das, was ich hier drauf habe, ist so ein bisschen so ein Hauch von etwas. Der Preis ist halt echt unschlagbar. Und ich dachte mir, komm, einmal so eine fette Palette und du hast so für alle Make-up-Tutorials gefühlt ausgesorgt. Ich werde hier auch am Ende meines Augenlides so eine Art Wing mit dem Concealer machen, der ein bisschen übertrieben ist. Ich möchte mich dieses Jahr definitiv Make-up-technisch komplett revolutionieren und einfach komplett auch neue und auch ein bisschen krassere Looks ausprobieren. Und damit habe ich auch schon auf Instagram angefangen, indem ich so ein bisschen Make-up-Looks gepostet habe. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Einfach für Inspiration, Alltags-Make-up, normales Make-up und generell den üblichen Chaos, den ich auf meinen Instagram-Stories generell veranstalte. Und auch genau zeitgleich zu diesem Video ist auch ein neues Make-up-Tutorial auf Instagram auch noch online gegangen. Also, das ist schon fast gezwungen, vorbeizuschauen. Etwas untypisch, aber ich möchte gerne dieses Schwarz hier ausprobieren. Das ist der einzige schwarze Ton hier in der Palette. Gehe ich jetzt hier mit einem kleinen Pinsel. Pigment auf dem Pinsel sieht schon mal sehr gut aus. Und packen wir das hier auf diesen Schwanz, den ich hier gemacht habe. Die schwarze Farbe sieht schon mal sehr gut aus. Januar ist auch immer so der Monat, in dem ich so ein bisschen vor mir her lebe, wo ich jetzt nicht weiß, wohin ich dieses Jahr gehen möchte. Ich weiß auf jeden Fall ein, dass ich YouTube-Content technisch das komplett auf ein neues Level bringen möchte. Ich arbeite gerade an meinem 7-Tage-7-Concealer-Video. Arbeite zusätzlich noch an einem neuen Pinselset, um meinen roten Pinselset noch so ein bisschen zu erweitern. Denn hier und da gab es so ein bisschen Kritik, auch von eurer Seite aus an mich. Zum Beispiel habe ich mich auf Instagram mal so 3 Tage lang nicht gemeldet. Und dann habe ich wirklich sehr viele Nachrichten gekriegt, von wegen, dass ich das als Influencerin nicht darf. Einfach mal so 2-3 Tage komplett zu verschwinden. Und habe ich mich auch echt richtig, richtig schlecht gefühlt. Als nächstes nehme ich hier diese dunkelbraune Farbe mit einem flachen Pinsel und packte hier direkt neben dem Schwarz. Ich versuche immer so einen Verlauf von Schwarz auf Braun mal zu machen. Sieht original aus wie reine Kacke auf meinem Auge. Nun nein, weiter im Text. Puh, die Farben lassen sich nicht sehr schön miteinander verbinden, verblenden. So einen schönen Verlauf. Ich vermische das Braun jetzt auch hier mit so einem orangen Terrakotta-Ton, damit ich da vielleicht noch einen schönen Verlauf hinkriege. Auf jeden Fall habe ich einfach auch für mich gemerkt, dass ich auch hin und wieder 2-3 Tage, ja, Social-Media-Pause in der Woche tatsächlich brauche. Ich gebe mich gefühlt mit keinem normalen Video-Content so zufrieden und ich stresse mich damit selber so krass, dass es mir mental einfach überhaupt nicht gut tut. Zumindest nicht mehr. Zu wissen, dass ich dich irgendwie in ansatzweise so enttäusche, macht mich so krass fertig und setzt mich selber so krass unter Druck, dass ich dann einfach so komplett ausschalte. Ich kriege dann teilweise so krass böse Nachrichten, weil sehr viele es einfach gewöhnt sind, dass sich der Influencer gefühlt jeden Tag meldet. Gut, da bin ich auch echt ein ziemlich schlechter Influencer, aber ja, und gerade wenn ich so diese Looks sehe, sehe ich, oh mein Gott, was für eine Katastrophe, würde ich jetzt komplett abschminken und dann einfach aufhören zu drehen. Nein, wir werden es definitiv noch schaffen. Ne? Ich werde jetzt versuchen, nach und nach immer heller zu werden. Hier sind wir bei Schwarz, Braun, Terrakotta, Orange und jetzt suche ich noch so einen hellen Orangeton und den würde ich hier ungefähr finden, zusammen auch hier ein bisschen mit dem Gelben und den trage ich dann hier vorne am Augenlid auf. Ich habe einfach für mich gemerkt, damit ich weiterhin richtig Freude an YouTube und Instagram habe, dass ich mich wirklich nicht so krass bemühe und beschränke, wirklich jeden Tag für dich gefühlt Content zu machen. Ne? Dafür kann ich mich dann gezielt auf einzelne Videos fokussieren und gleichzeitig so meinen Social Media Detox am Wochenende gefühlt haben. Ne? Weil ich tatsächlich seit Wochen und Monaten an nichts anderes mehr denke, als an meine Formate, an mein YouTube und an euch. Denke, ich brauche einfach so 2-3 Tage wie jede normale Mensch einfach so eine Pause. Aber die mir tatsächlich gefühlt jedes Mal, auch gerade auf Instagram, mir so übel genommen wird. Ich werde mich jetzt immer mehr in Richtung Gelb begeben und jetzt schon in dieses Neongelb mal reintunken und es ganz, ganz vorne auftragen. Ne? Neongelb. Hallo?
Ein Juwel. Und genau da habe ich gerade im Januar versucht, so ein bisschen, ja, den richtigen Weg für mich zu finden. Deswegen auch hier auf meinem Kanal ist es ein bisschen unregelmäßig, Videos kamen und ich mich echt noch entschuldigen muss bei dir. Damit das Neongelb noch so ein bisschen poppt und ein bisschen krasser hervorkommt, nehme ich jetzt so diesen NYX Jumbo Eye Pencil und trage einfach weiß hier im Augeninnenwinkel auf und versuche es hier nochmal mit dem Neongelben hier am Anfang. Jetzt ist die Palette hier in der Mitte kaputt gegangen. Quality! Für den Unterwimpernkranz nehme ich ein bisschen schwarz, vermische es leicht hier mit diesem dunkelbraun und versmoke das hier unten richtig schön. Kein Mensch erwartet von mir so die Bestleistung, nicht mal du, darum geht es nicht, aber ich selber erwarte das von mir und aufgrund dessen gehe ich gefühlt an diesem Druck wirklich unter und da bin ich komplett auch selber schuld. Was auch immer auf diesem Augenlid hier gerade entstanden ist und was bei mir los war, es fiel mir schon schwer, irgendeinen gescheiten Look mit dieser Palette zu machen. Es gibt ein paar Lidschatten, die wirklich gut pigmentiert sind, gerade so das Schwarze oder die braunen Warmfarben waren echt gut pigmentiert, aber das Lila war ja echt schwach. Genauso wie die gelb-orangen Farben. Zur Abwechslung habe ich auch mal falsche Wimpern aufgetragen. Du kennst bestimmt noch Full Face mit Magen, die mich hassen, das Video auf meinem Kanal. Bereite dich nächste Woche auf Teil 2 vor. Das sind übrigens die Wimpern von Huda Beauty in dem Style Jade 13. Diese Palette erinnert mich sehr, sehr stark an die Paletten, die es früher mal vor sehr vielen Jahren gegeben hat. Diese 110er Paletten von BH Cosmetics früher, wo es wirklich super kleine Lidschatten gab. In allen Farben, auch so riesige Paletten. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so hier wieder zurückkommt in dieser Form. Aber diese so 200er Palette ist schon eine Hausnummer. Der Preis ist definitiv unschlagbar. Du hast sehr, sehr viele Farben für knapp 18 Euro. Mega geil, aber würde ich sie dir empfehlen? Absolutely nein! Nicht mal, wenn du die Palette geschenkt kriegst, nicht mal, wenn ich dich dafür bezahle, dass du die Palette benutzt und kriegst. Selbst wenn diese Palette dein Netflix-Abo zahlt jeden Monat, ist diese Palette trotzdem der schöner Look hin oder her. Ich habe locker 5 Schichten pro Farbe aufgetragen, um so ein Ergebnis zu kriegen. Ne? Und wenn man halt schon so eine Regenbogenpalette macht, dann hätte ich auch die Farbe auch komplett anders gewählt. Würdest du dir so eine Riesenpalette holen? Findest du das irgendwie praktisch? Schreib mir mal deine Meinung unten in die Kommentare und bewerte doch mal meinen Look mit einer Schulnote. Da bin ich mega gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Zusehen und dann sehen wir uns auch schon ganz schnell im neuen Video wieder. Bis dann!